Quälst du dich manchmal mit Entscheidungen? Oder hast du im Nachhinein das Gefühl, die falsche Entscheidung getroffen zu haben? Fühlst du dich oft irgendwie verloren und hast so ein diffuses Gefühl von Sinnlosigkeit, weil du nicht wirklich weißt, was dir im Leben wichtig ist? Oder weil du spürst, dass du deine Zeit mit Dingen verbringst, die dir eigentlich nicht wirklich wichtig sind? Mein Name ist Vivian Dittmer und ich bin Expertin für emotionale Intelligenz. Ich begleite Menschen seit vielen Jahren bei der Entwicklung ihrer emotionalen und intuitiven Intelligenz. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass immer mehr Menschen unter Orientierungslosigkeit, einem fehlenden Sinn erleben und auch unter Entscheidungsschwierigkeiten leiden. Sie merken, dass sie nicht wirklich im Fluss sind in ihrem Leben. Es stagniert und sie wissen nicht warum. Ich habe deswegen ein Modell entwickelt, das ich das innere Navi nenne. Dort sind die 5 Disziplinen des Denkens angeordnet. Das sind jene Intelligenzen, durch die der Mensch geführt ist. Und leider ist meine Beobachtung, dass diese Intelligenzen zwar in jedem Menschen als Potenzial angelegt sind, jedoch sehr häufig nicht entwickelt werden oder zu wenig entwickelt sind. Das innere Navi besteht aus den 5 Disziplinen der Inspiration, der Intuition, der Herzintelligenz, der Ratio und der Absicht. In diesem kurzen Video gehe ich nacheinander auf die 5 Disziplinen ein und erkläre dir, welche Funktionen sie haben und wie sie zusammenspielen. Beginnen wir mit der Inspiration. Inspiration ist etwas, was von oben in uns hineinströmt, wenn wir dafür offen sind, wenn wir angebunden sind. Dafür brauchen wir Präsenz und Gewahrsein und die Bereitschaft, uns auch für ungewöhnliche Gedanken zu öffnen. Inspiration öffnet sich, indem wir uns intensiv mit Fragen beschäftigen oder mit Problemen und sie dann loslassen und es auch abgeben. Und dann kommt oft ganz unerwartet eine Antwort, eine Idee, ein Einfall zu uns. Das sind die Momente, die im Comic dann oft mit einer Glühbirne gekennzeichnet werden. Oft mit der Inspiration verwechselt wird die Intuition. Die Intuition kommt aber von unten. Während die Inspiration also von oben in uns einfließt, kommt die Intuition von unten und zeigt sich in dem, was oft als Bauchgefühl oder Bauchintelligenz bezeichnet wird. Das ist so dieses spontane Wissen, ja oder nein, ich will oder ich will nicht, ich habe Widerstand oder oh ja, unbedingt. Und dieses ganz spontane, unverblümte, das wird oft von der Ratio abgewertet, weil die Ratio es nicht nachvollziehen kann. Die Ratio ist wie der Mathelehrer, der das Ergebnis nicht gelten lässt, weil der Rechenweg nicht gezeigt wird. Aber das ist das Wesen der Intuition. Und wir wissen heute aus der Intuitionsforschung, dass die Intuition oft wesentlich bessere Entscheidungen trifft als die Ratio. Neben diesen beiden Instanzen, die wie gesagt oft verwechselt werden, die sich aber ganz wunderbar ergänzen, der Inspiration und der Intuition, gibt es noch die Herzintelligenz, die auch oft nicht genau unterschieden wird. Und die Herzintelligenz befindet sich natürlich hier im Herzraum, in der Mitte der Brust. Und sie wiederum hütet ein ganz eigenes Wissen. Und zwar weiß die Herzintelligenz um das Wahre, Gute und Schöne. Und sie weiß, was unserem Leben Sinn gibt. Es ist unser Organ für Sinnerleben. Die Herzintelligenz ist außerdem Hüterin einer transkulturellen Ethik. Also eine Ethik, die nicht an bestimmte kulturelle Moralvorstellungen gebunden ist, sondern wo wir als Menschen einfach wissen, was gut, richtig und schön ist, was wohltut, was menschlich ist. Diese 3 Disziplinen des Denkens sind transrationale Disziplinen. Sie offenbaren sich nicht in den normalen Gedankenschleifen, die den meisten Menschen in unserem Kulturkreis Tag ein, Tag aus im Kopf herumgehen. Sie sind transrational, das heißt, sie offenbaren sich über das Spüren. Und damit sie uns überhaupt zugänglich werden, brauchen wir eine gewisse Präsenz, einen Raum des Gewahrseins, in dem wir sie überhaupt wahrnehmen können.
Ich vergleiche das gerne mit dem Versuch, ein Flüstern zu hören, während ein Radio auf voller Lautstärke läuft. Das Radio, kannst du dir vielleicht denken, ist deine Ratio, die endlos vor sich hin plappert, dir ständig irgendwas erzählt, die alle möglichen Szenarien ausmalt und laut und bunt. Und diese anderen transrationalen Disziplinen, die sind viel subtiler, viel leiser. Und das heißt, damit sie sich überhaupt offenbaren können, braucht es einen Raum des Gewahrseins, einen Raum der Stille, den wir in uns erst kultivieren können und dürfen. Zum Beispiel durch eine Achtsamkeitspraxis. Und dann werden eben diese anderen Disziplinen hörbar, spürbar und können zu uns sprechen. Die Inspiration, die von oben kommt, die Intuition, die von unten kommt und dann in der Mitte die Herzintelligenz. Wir haben also diese beiden Instanzen von oben und von unten, wo Neues zu uns kommt, Ideen, Informationen, Handlungsimpulse, Sehnsüchte. Und die werden dann geprüft durch zwei Prüfinstanzen. Die erste Prüfinstanz ist, wie gesagt, die Herzintelligenz, die prüft, ob es mit unseren Werten übereinstimmt. Die zweite Prüfinstanz ist natürlich unsere Ratio. Und die Ratio ist natürlich, wenn sie übermächtig ist, ein Problem, weil sie die anderen übertönt. Aber wenn sie an ihren richtigen Platz zurückgesetzt wird, nämlich als eine von fünf Disziplinen, dann ist sie eine ganz, ganz wichtige Instanz. Weil sie ist nämlich die Instanz, die ganz konkret unsere Impulse, unsere Sehnsüchte, unsere Ideen mit Zeit und Raum abgleichen kann, die Machbarkeit prüfen kann, die Logistik handhaben kann, die weiß, was geht, was geht nicht. Sie bringt uns auf den Boden der Tatsachen zurück. Eine ganz, ganz wichtige Funktion. Und dann gibt es noch, neben diesen vier Disziplinen, auf die ich jetzt schon eingegangen bin, die Absicht. Und die Absicht ist eine Disziplin, durch die wir gestaltend wirken können. Und ich vergleiche das gerne mit einem Pfeil und einem Bogen, wo wir bestimmte Absichten setzen können, uns ausrichten können und diesen Pfeil dann aber auch loslassen müssen. Also es geht hier nicht darum, uns krampfhaft an Zielen festzubeißen, sondern uns auszurichten, klar zu sein in dem, was wir wollen, mit Hilfe der anderen Disziplinen und dann diesen Pfeil der Absicht loszulassen und zuzulassen, dass das in unserem Leben wirksam wird, wodurch wiederum neue Impulse, Ideen und auch Sehnsüchte in uns geweckt werden. Das ist ein kurzer Überblick über dein inneres Navi. Ich weiß, das war jetzt ganz viel Information. Vielleicht fühlst du dich ein bisschen überwältigt oder deine Ratio fühlt sich überwältigt. Meine Empfehlung für dich, nimm dir einen Moment Zeit, um dieses Verstehen wollen loszulassen. Nimm dir einen tiefen Atemzug, spür deinen Körper, komm ganz in diesen Moment an und lass zu, dass eine tiefere Intelligenz in dir das versteht, was ich gerade erzählt habe. Du kannst dir das Video natürlich nochmal anschauen und einfach mal schauen, was passiert, wenn du mit deinem Körper zuhörst, wenn du nicht versuchst, es hier zu verstehen. Und schau einfach mal, was die Informationen, die ich dir mitgeteilt habe, in dir auslösen. Wo ein Erkennen da ist, ein Aha. Und wo du vielleicht auch merkst, ach ja, diese Disziplin, die kenne ich ja so noch gar nicht. Ja, und ich möchte dich einladen, dieses innere Navi in dir zu erforschen und zu schauen, wie kannst du dich immer mehr anbinden an diese fünf Disziplinen? Wie kannst du dich immer klarer ausrichten? Wie kannst du der Ratio wieder einen gesunden Platz geben, damit du in deinem Leben mehr Orientierung findest, klarer wirst in deinen Entscheidungen und auch herausfindest, was für dich wirklich wichtig ist? Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, komm in meinen Kurs, finde dein inneres Navi, wie du mit intuitiver Intelligenz dein Leben auf Kurs bringst. Dort begleite ich dich Schritt für Schritt durch jede einzelne Disziplin mit ausführlichen Übungen,
Ich zeige dir genau, wie du sie entwickeln kannst, woran du erkennst, dass sie blockiert ist, was sie braucht, um sich zu entfalten, was ihre Funktion ist. Und natürlich gehe ich auch ausführlich auf das Zusammenspiel der 5 Disziplinen ein.